Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Replay auf diesem Kanal. Wir schauen heute mit dem Fresh Pro und dem Endosa zu. Also wieder nur ein Pseudo-Replay, aber ist ja meistens so bei mir. Wir haben hier Elite mit Fangs uiuiui, und Phoenixen und einmal Quick Supply mit Steel Balls und ebenfalls Fangs. Da bin ich immer gespannt, was gespielt wird. Ich hatte gerade eben versucht, ein Match zu finden, das hat irgendwie verdammt lange gedauert und hat nicht geklappt. Und da habe ich gesehen, dass das Spiel gerade neu aufgemacht wurde hier zwischen den beiden, also von daher einfach mal reingehen. Hier Verkauf, das heißt, das sieht sehr nach so einer Fang-Spam-Strategie aus. Und er enttäuscht mich nicht. Und mal gucken, was Endosa dann gleich dagegen spielen wird. Hier wieder Quick Supply, erst mal überlegen. Ich denke, dass er den Braten schon so ein bisschen riecht. Ich meine, also gerade Elite ist dafür wohl prädestiniert für diese Strategie. Ich bin da aber noch nicht so hundertprozentig sicher, wie man die am besten spielt. Von daher schaue ich doch gerne mal zu, um ein bisschen was zu lernen. Ich habe auch schon so ein bisschen sowas in die Richtung gespielt, aber habe es dann, glaube ich, eher selber ein bisschen verwässert auch. Die Distanz hier, soweit ich das verstanden habe, wird in der Regel gewählt, dass hier noch Rhinos davor passen, die die Satelliten abfangen können, beziehungsweise tanken können. Also die tanken können und die Satelliten abfangen, dass sie nicht in die Fangs mit reingehen. Die Seite hier sollte jetzt Stand jetzt aktuell sehr gut gewinnen können, weil die Steelboards relativ wertlos sind, genauso wie die Phönixe bis zum Zeitpunkt, wo die Fangs wechseln und knallen die Steelboards schnell ab. Linke Seite verliert er logischerweise, also gewinnt der Dose. Die Frage ist halt, wenn er hier hart gewinnt, dann ist das auch kein Riesenthema, dass er drüben verliert, denke ich. Außer das Timing ist extrem unglücklich für ihn. Das ist irgendwie, dass die Phoenix jetzt langsam an Wert gewinnen, während die Steelboards immer noch auf Fangs rumschießen. Und der eigentlich der Debuff rein. Mal gucken, wie jetzt das Timing ist. Die Steelboards fahren vor. Der eine, der jetzt splittet, um den Debuff zu holen, ist sehr viel, sehr wertvoll auf jeden Fall für ihn. Läuft der Debuff aus, das kriegt er gleich selber den Debuff rein. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob die Phoenix noch irgendwas Sinnvolles machen, bevor der Debuff auf ihn drauf geht. Ja, das gewinnt auf jeden Fall Fresh Pro die erste Runde. Da bin ich mir relativ sicher, die Steelboards machen gegen die Fangs keinen riesen Trara. Und die Fangs werden jetzt gleich verlieren. Die hätten schon Probleme mit den beiden Phoenixen wahrscheinlich. Aber mit den weiteren Fangs dabei ist das Thema gegessen. Weil ja noch ein paar Level 2 Fangs dabei sind. Aber erste Runde. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wie das hier bei Endosa typisch wäre, jetzt ja für das Meta hier einfach ein paar Mustangs dahinter zu setzen. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er einfach jetzt die Kollegen Stormcaller holt. Aber mal schauen. Hier der letzte Phoenix wurde verkauft. Damit er sich auch die Upgrades leisten kann. Ne? Damit jetzt 600 zu fügen in die Runde. Konnte sich das Upgrade für 300 leisten. Und noch zwei weitere Level 2 Fangs adden. Und hat er noch 100 übrig. Dann ist überlegen, ob er sich noch die Attack holt, das Attack holt oder den Satelliten setzt oder was auch immer. Ich weiß halt nicht, ob, also jetzt den Satellit hier an die Stelle wäre schon sehr, sehr schmerzhaft. Ich bin nicht ganz sicher, wie viel von den Fangs damit sterben, aber ein paar schon, denke ich. Mal gucken. Werden es gleich erleben. Ja. Sonst jetzt hier die Mustangs, okay. Quick Supply, günstigere Steelballs hat er sich geholt. Wobei er die Karte es auch noch nicht verwendet hat. Die Frage, ob sich das auch wirklich lohnt. Okay, er rechnet damit, dass halt jetzt hier noch die. Da kommt das Schild. Perfekt geraten, wir werden es doch nicht erfahren.
Schildstips ist natürlich sehr schnell als Steelballs, ne? Aber es hat auch einen extremen Nutzen, ne? Keine Frage. Super strong an der Stelle. Hier links gewinnt er hart, rechts machen die Mustangs ihren Job. Ich glaube, es kommt jetzt so ein bisschen aufs Debuff-Timing an. Das könnte. Ja, mal gucken. Dafür sorgen, dass es hier so oder so ausgeht. Und jetzt vor allem kommt es auch darauf an, wie die jetzt splitten. Okay, die Mustangs bleiben zusammen, das ist wichtig für ihn. Also die Fangs hier werden einfach nur sterben, um nichts machen. Davon gehe ich aus, weil es kommt der Debuff und dann killen die Fangs. Zumal die ja auch noch das Mechanical Rage haben. Aber jetzt muss halt mit Debuff gegen die Mustangs fighten und dann wird er die Runde verlieren. Also die Runde geht ganz knapp immer noch an Flesh Pro, never mind. Was hat er denn eigentlich für Upgrades dabei? Einmal Haze Blue für den Dozer. Schwierig, was man hier am besten nimmt. Wird wahrscheinlich sogar Laser Sight nehmen. Einfach mal einen Sniper Peng mit dabei zu haben. Warum eigentlich nicht? Okay, er hat das Explosive Upgrade dabei. Das wollte ich mich gerade nachgucken. Nimmt jetzt natürlich auch direkt. Ja. Wobei, jetzt am Anfang ja erstmal. Ne, die gehen teilweise nach vorne, okay. Ich wollte gerade sagen, die bleiben erstmal stehen und sind dann gar nicht so arg geknubbelt. Macht auch hier, hört auf meine Empfehlung. Hat jetzt hier Upgrades vergeben. Hat noch keine weitere Einheit hinzugekauft, gell? Ja, irgendwie viele Leute schwören hier auf dieses Upgrade. Wobei man sagen muss, er hat einfach das Anti-Missile-Upgrade rausgenommen. Die Missile Interception und hat dann halt einfach die alle anderen Upgrades dabei. Das heißt, er kann flexibel reagieren, hat er auch die Armor Piercing Bullets auch dabei. Das ist durchaus eine Option für die Mustangs, die ich auch unterstützen kann. Hier nochmal Crawler hingesetzt, die sterben natürlich extrem schnell. Aber die hat er vor allem halt hingesetzt, um die Satelliten abzufangen. Ja, wir sehen es hier, die Mustangs mit dem Area Damage und den für ihn tankende. Steel Balls funktioniert sehr gut. Er bräuchte jetzt halt irgendwie Tanks hier davor. Das Problem, was er halt hat, ist, dass die Steel Balls direkt hier stehen, ne? Er hat angefangen, die Fangs wieder zu verkaufen. Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Also eigentlich kann es gefühlt gar nicht funktionieren, weil niemand hätte den dahinter setzen müssen, oder? Den dahinter setzen müssen. Ich glaube, die Stämme sind aber an Steelbolzen fertig. Also der Vulcan steht auf an Steelbolzen fertig. Ich bin mal gespannt. Mal gerade den Chat aus. Auch alleine, damit wir das GG nicht früher hören. Leih mitgenommen, beide gemacht, okay. Wir haben jetzt in Runde 4 ja auch relativ früh, da macht es auf jeden Fall auch Sinn. Er hätte wahrscheinlich auch mal den Fänge verkaufen sollen, dass er. Ah, okay, never mind, die gehen schon nach vorne, das heißt, okay, es funktioniert. Hab nichts gesagt. Wieder was gelernt quasi. Ah, hier drüben wurde eine Flanke gekauft. Das ist jetzt auch erstmal ein Steelball für weniger gekauft.
Jetzt kommt halt der nächste Debuff drauf und ich befürchte für Fresh Bro, dass. Nee, sogar noch schlimmer. Die killen jetzt im Debuff, das ist halt cool, das heißt. Ja, das ist noch schlimmer. Auf jeden Fall wird jetzt hier sterben, weil jetzt halt einfach die Steel Boys an den Kollegen rankommen. Jetzt ist der Debuff weg. Kann man nicht vorstellen, dass der alle Steel Boys im Time killt. Der eine ist drauf. Okay, ne, meint, der schafft es. Ich habe keine Ahnung. Die sind einfach zu, er ist aber zu stark mit Level 2 in den Scorching Flames. Der killt die Steel Boys einfach alle weg. Jetzt hier noch das 200% Schadens-Item. Das wird auch mit Sicherheit auf den Vulcan drauf gehen. Wäre zumindest meine Vermutung. Dann grillt er einfach alles komplett. Okay, dann meint es geht auf den neuen Vulcan. Und hier geht es auf die Mustangs, um auf den Spam schneller zu clearen. Ja, und der Skill ist halt mega gut für ihn. Wenn ein Steelboy mal wirklich hier sich auf einen Vulcan einloggt, dann hat er ein Problem. Eventuell klappt es noch nicht, aber wenn der noch Reichweite dazu ausgibt, glaube ich, wird das gut funktionieren. Und dann wird er den Vulcan hier vorne zumindest recht gut wegkriegen. Bei dem hier mal schauen. Wahrscheinlich aber auch. Ah, ne, meint er das Damage-Item hier vergeben. Ich habe mich verschaut gehabt. Hier war ja das Speed-Item drauf. Ja, die sind jetzt gleich fertig mit den Fangs. Okay, der ist tot. Und hier drüben ist er auch gestorben. Ja, er braucht halt. Ja, das ist halt das Problem, ne? Die Mustangs killen halt die ganzen Modelltanks so schnell, dass die Steelboys dann halt irgendwann einfach an die Vulcans rankommen. Deswegen hätte ich tendenziell den auch weiter hinten platziert. Verstehe natürlich auch die Intention, ihn weiter vorne zu platzieren, aber immer so ein zweischneidiges Schwert. Da vorne tankt er halt, ne? Für die Fangs ein bisschen mit. Das heißt, sie können von hinten unterstützen. Andererseits läuft halt auch Gefahr, schneller gefokust zu werden. Von den Steelboys, also wenn die Mustangs auf ihn drauf schießen, ist ja genau das, was er haben will, auf den Vulcan. Aber wenn halt die Steelboys auf den Vulcan schießen, dann ist halt ruckzuck vorbei. Die leveln jetzt auch alles schön, kriegen hier noch schön gute Items. Jetzt verkauft er wieder einen Vulcan. Bin ich mal gespannt, was die Lösung für ihn ist. Hä? Er hat ihn gerade verkauft, oder? Ah ne, er hat ihn umblättert. Moment. Ah ne, er hat ihn verkauft, neu gekauft. Warum das denn? Er wollte das Item auf den haben. Okay, alles klar. Jetzt verstehe ich's. Und dann möchte ich Steelballs hacken. Okay. Spannender Ansatz. Also er hat mir die linke Seite jetzt für nahezu hoffnungslos erklärt, würde ich schon behaupten. Ich achte mal gerade so auf beides ein bisschen. Naja, und die Hacker sorgen dafür, dass die Steelballs distracted werden. Jetzt klappt. Der Debuff ist auch gar nicht so mega schlimm, weil die Steelboards alle vernichtet wurden. Das heißt, der Vulcan wird das hier das alles klären können. Und der neu erworbene Steelball holt jetzt auch gleich hier noch den Debuff. Mit den neu erworbenen Mustangs dazu. Und der kriegt den Debuff zuerst, das heißt, die ganzen Steelboards hier werden gehackt und oder sterben. Und damit geht die Runde an Fresh Pro.
Ja, auf jeden Fall sehr flexibles Gameplay von ihm. Gefällt mir. Ja, aber es ist halt auch gut. Er hat gemerkt, dass seine Fangstrategie nicht funktioniert und hat dann halt einfach gesagt, okay, dann machen wir jetzt doch was anderes. Und das zahlt sich jetzt halt aus, ne? Die Schilde sind jetzt auch sehr, sehr wertvoll. Außer jetzt die Steelballs schießen sich kaputt. Was aber wahrscheinlich nur teilweise passieren wird. Mal gucken. Ja, der Electromagnetic Impact, vor allem wahrscheinlich zum Slowen gedacht. Und den Steelballs. Beziehungsweise generell allen Einheiten. Wir sehen hier die beiden Level natürlich wie sonst was. Also für das Pack brauchen wir nur eine Lösung auf Dauer. Eventuell wäre auch eine Flanke nochmal eine Idee mit irgendwas Kleinem. Wie zum Beispiel auch hier die Flanke, die könnte sehr wertvoll sein, wobei die Fangs die wahrscheinlich einfach wegfarmen werden. Na, mal gucken. Ja. Okay, den einen Satelliten hat er gesetzt, aber der hier wird auf jeden Fall noch kommen. Und wird wahrscheinlich auch den Debuff dann holen, hat er die schnelleren Flanken. Nee, ne? Ist ja die Frage, wie viel hier oben dann noch übrig ist, wenn die hier einsteigen. Jetzt kommt auch noch ein Hacker, geht runter. Das heißt, die gehen zumindest nicht direkt aufs HQ. Und ein bisschen Glück werden die Crawler. Sie killen den einen Hacker, vielleicht werden sie halt weitergezogen nach oben und. Ja, es reicht auf jeden Fall als an Zeit aus. Und hier sehen wir, dass der wird sterben. Die haben sich jetzt hochgeheilt. Die sind nicht mehr zu killen von den Vulken. Aber kein Riesenthema. Weil er die Seite hart gewonnen hat. Es dreht sich auch genug hier um. Also von den Steelboards wahrscheinlich noch ein paar hacken. Und den Rest halt killen. Wahrscheinlich wird er einfach alle hacken. Mal gucken. Nee. Der Vulkan hat was dagegen. Mit 1462 Schaden. Also wieder gelevelt. Also sind ja 1462 Schaden alle 0,1 Sekunden. Also 14.620 DPS. Das ist schon heftig. Haben sich jetzt geholt. Senior Defense war letzte Runde schon dabei. Hier haben wir das Schild-Item. Und hier oben habe ich es nicht mitbekommen. Ist auch egal. Jetzt haben wir das Heavy Targeting. Ich glaube, das macht nur wirklich Sinn mit Reichweite. Also ich glaube, in dem Fall macht es eigentlich sogar fast echt gar keinen Sinn, weil die ja eigentlich, die fahren ja nach, also genau, das hatte ich auch mal erklärt, also wenn die jetzt nach vorne fahren, dann greifen die das nächste Ziel an. Und das nächste Ziel ist ja dann praktisch in ihrer Maximalreichweite. Das heißt, solange Ziele da sind, wenn die niemals in die Reichweite vom Vulkan kommen, das heißt, das Heavy Targeting bringt die wahrscheinlich nahezu gar nicht. Immer gespannt. Ich sehe es noch nicht funktionieren. Was ein Geknubbel hier. Weiß nicht, was ich von denen halten soll. Ich meine, die killen jetzt tendenziell die Schilde schnell. Okay, der nicht. Ja, die Hacker sind ein Riesenproblem. Hacker mit Vulcan zusammen ist generell ein Riesenproblem anscheinend.
Aber diesmal hat es geschafft. Okay, er hat es geschafft, durchzukommen hier. Und jetzt ist der eine auch hier drauf gewesen. Okay, hier drüben war es doch gar nicht so eindeutig, wie es erst aussah. Aber ich denke, die Runde wird trotzdem an den Dozer gehen. Hat er einfach noch zu viel. Das wird der eine Steelboy mit dem Hacker zusammen nicht mehr in den Griff bekommen. Der Hacker stirbt jetzt einfach und der Steelboy auch gleich. Man ist nicht gut gegen den Steelboy, aber der Steelboy ist auch nicht gut gegen die Mustangs und der Hacker hat auch nicht gut gegen die Mustangs. Ja, ein Harz-Modul kann in Dose auf jeden Fall nehmen. Das schadet mit Sicherheit nicht. Fresh Broad geskippt. Das wirklich die haben wirklich die Stormcaller das gelöst, das Problem, oder wie? Die Fangs hier sind einfach nur Satellitenfang. Was ein bisschen unglücklich ist an der Stelle für Fresh Bros, dass jetzt keine Battlefield Skill kommen, also die jetzt hier Area Damage machen. Das wäre schon sehr nice einfach. Ich meine, man könnte sich auch Schilde setzen, aber was ein Geknubbel einfach nur. Feuerartillerie für Fresh Bros wäre sie auch gut, glaube ich. Also ein bisschen doppelt gemoppelt, ne? Und die Frage ist, ob das Feuer jemals an die Mustangs wirklich rankommt. Also da vielleicht auch nicht die wirklich gute Idee. Also ich halte das Heavy Targeting nach wie vor für einen Fehler, aber Multi-Hack hatte ich auch drüber nachgedacht. Und Reichweite hat er ausgegeben, okay. Okay, es macht halt sehr viel Distraction, ne? Aber ob es das ist, ich weiß es nicht. Okay, jetzt hat er bald, wenn die Hacks hier durchgehen, alles die Boards gehackt. Welche das dann auch noch kombinieren sollen mit Enhanced Hacking, okay. Wir sehen, der eine ist also der Vulcan ist down gegangen. Aber die Steelboards wird er auch alle hacken. Hat das theoretisch auch noch, hat er theoretisch auch noch, kann er auch noch ausgeben. Also die Hacker sind natürlich absolute Biester, ne? Und das Game ist auch einfach vorbei jetzt, glaube ich, oder? Ja, genau. Spannende Runde. Ich kann nur empfehlen, also Adlerie ist eigentlich gar nicht schlecht gegen Hacker. Overlords wären vielleicht auch eine Lösung gewesen. Steelboss ist aber kacke gegen Hacker, ne? Und das hat er hier einfach gut erkannt und ausgenutzt. War jetzt dieser Multiple Control gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Hat irgendwie ja doch funktioniert, gell? Ja, schwierig. Also im Endeffekt, was wir mitnehmen können, Endosa hat hier am Anfang mit der Kombi aus Steelballs plus Mustangs die Fangs erstmal gekontert. Und damit hat er dann, es sah sehr nach Fangspam aus für Fresh Pro und hat es aber doch gelassen, weil er gemerkt hat, dass es keine coole Idee ist. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend an der Runde. Ich glaube, das kann man mitnehmen und die Steelboys wurden einfach hardcore durch die Hacker gekontert. Und er hat echt massiv da rein investiert, ne? Ich denke, dass Overlords auf jeden Fall eine gute Idee gewesen wären.
Die hatten gegen alles hier extrem gut performt, weil es auch alles stationär ist, mehr oder weniger. Und hätten vor allem auch diesen Vulken hier aus dem Weg geräumt, der natürlich auch ein absolutes Biest ist, ne? Aber da hätten wir auch schön Adler-Kanonen ausgeben können und alles mögliche, Launcher Overload, wäre alles gut gewesen. Also da war viel möglich und die sind halt vom Attacker immun, ne? Von daher muss halt nur gucken, dass die Fangs die nicht wegräumen. Naja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, gerne Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.